Tag auch, da bin ich wieder, Veganox Barbecue. Leute, heute machen wir richtig geile Beef Ribs. Und weil es schön knackig kalt draußen ist, machen wir die heute mal im Dutch Oven. Wird hoffentlich eine geile Nummer und wenn ihr Bock darauf habt, dann bleibt einfach dran. Ja Leute, Beef Ribs, genauer gesagt Baby Back Beef Ribs, hier von Jorbis bestellt, ein richtig geiler Strang am Fleisch, würde ich sagen. Den teile ich mir gleich noch schön in drei Parts auf. Wieso, was ist los? Was sagst du denn da? Geiles Strang an Fleisch, genau so lassen wir das. Den teilen wir gleich noch schön in drei Parts auf und werden den auf so ein Gemüsebett hier reinlegen, Paprika, Zwiebeln, ein paar Kartoffeln habe ich mir einfach mal gewaschen. Denn ich will das heute im Dutch Oven machen. Nicht so klassisch 3-2-1 Ribs, wie wir sie kennen. Wir lassen im Endeffekt die Räucherphase komplett weg und erhöhen ein bisschen die Dämpfphase. Und ich denke, das wird geil. So ein bisschen von den Zutaten her wie Schichtfleisch. Denn wir benutzen ja auch eine Barbecue-Soße. Da habe ich heute mal einfach die aus dem Aldi mitgenommen. Einfach mal ausprobieren, wie die schmeckt. Ich gebe der mal eine Chance, ne? Und rubben tun wir das Fleisch hier mit Happy Ending. Also ich denke, damit habe ich schon öfter mal auch so Ribs und Pulled Pork gemacht. Richtig geile Sache von Don Marcos. Ja, und das ist eigentlich auch so die Herangehensweise. Eigentlich eine sehr easy Geschichte. Wie gesagt, gleich Fleisch rubben. Jetzt haben wir hier allerdings auch noch die Silberhaut. Obwohl ich glaube, beim Rind gibt es gar keine Silberhaut. Genau. Das ist... ja, das wird anders. Guck mal, hier habe ich sogar noch, genau, hier so ein Lappen hier, das können wir natürlich wegnehmen, hier, wenn wir hier so, aber hier, wenn das so nah am Fleisch dran ist, ist das super schwierig. Man kann es nicht einfach so abziehen, wie zum Beispiel bei normalen Spare Ribs, aber wisst ihr was, Leute, ist mir auch Latte, da nehme ich mir gleich einfach ein scharfes Messer und ritze hier so ein paar ganz, ja, so ganz feine Schlitze rein, sage ich jetzt mal. Mir fehlte das Wort. Und dementsprechend kann er auch durchgehen. Und wenn alles gut geht, können wir hinterher auch die Knochen so rausziehen und können dann drumherum essen. Oder vielleicht merken wir es auch gar nicht. Wir werden nämlich diese Hautseite nach unten legen auf dieses Gemüsebett. Müssen wir gleich noch ein bisschen klein schneiden. Ja, wie gesagt, das rubben wir gleich ein bisschen ein. Dann haben wir hier den kleinen Topf. Ich habe extra den kleinen genommen, weil ich es alles schön kompakt haben will. Ich will also nicht jetzt irgendwie, dass hier noch viel Platz drunter und drüber ist. Hier, da seht ihr hinten die Kohlen, die glühen schon so langsam durch. Wollen wir euch mal gucken. Sieht gut aus. Wenn wir fertig geschnitten haben, ist das alles fertig. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ich tippe mal 3 Stunden im Dutch, vielleicht 3,5, keine Ahnung, werden wir mal sehen. Ich werde alle Stunde mal gucken, bisschen gucken, ob noch genug Flüssigkeit drin ist, denn unten, wo das Gemüse ist, werde ich so ein bisschen mit Wasser aufgießen. Das war so, ja, dass das Gemüse so ein bisschen im Wasser ist, aber die Ribs da nicht so drin liegen. So, und dann passt das. Ja, und ich glaube, das wird geil. Ja. Einfach nur Wasser ohne irgendwas? Oder Salz? Ja, ohne irgendwas. Weißt du warum? Nee. So, weil im Endeffekt, hier durch die Paprika und die Zwiebeln, machen wir uns ja einen Fond im Endeffekt. Fond. Genau, das kocht ja da drin. Und deswegen brauchen wir jetzt auch kein Gemüsefond oder so. Würze wird das vom Fleisch kriegen, weil da tropft ja auch schön was runter. Und natürlich die Barbecue-Soße, die wir drüber machen. Also ich glaube, wir brauchen da keinerlei Gewürze mehr dran machen, außer halt vorher das Fleisch ordentlich mit Happy Ending rubben. Und ob ich recht habe, sehen wir in 3,5 Stunden. Also Leute, wir geben Gas und legen jetzt los. Let go!
So, Leute, 3,5 Stunden sind rum. Und da so viel Flüssigkeit sich auch durch die Ribs entwickelt hat, habe ich die letzten 2,5 Stunden da gar nicht mehr reingeguckt. Ich habe es jetzt einfach so wirklich hier rüber geholt. Und jetzt ist, wir gucken jetzt einfach mal rein, was da so los drin ist. Komm, das machen wir zusammen. Ich bin echt gespannt. Kommt ran. Ja, Leute, ey, das sieht ja jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, wir holen uns mal hier so einen raus. Uiuiuiui, butterzart auf jeden Fall. Ja, man sieht auch, wie die Knochen sich hier gelöst haben. Ich gucke mal, ob ich hier mal so ein bisschen... Oh, guck mal, ich wollte ein bisschen Gemüse holen und holen Knochen. Ja, das ist natürlich mega, ne? Ich guck mal hier so ein bisschen, hier schwimmt natürlich jetzt das Fett oben auf, das ist klar. Aber... Warte mal, ich hole mal hier so ein bisschen, weil da hatte ich ja so einen Bock drauf, auf das Gemüse. Ja, da habe ich eine. So, Leute, kommt noch mal ran, wir versuchen mal den Knochen rauszuziehen. Ja, Leute, Knochenpullen, würde ich mal sagen, hat funktioniert. Das fällt hier, pass auf, ich nehme mal hier 2 Gabeln, das fällt hier so auseinander. Das kannst du hier so auseinandernehmen. Mega gut. Und ich bin jetzt mal echt auf den Geschmack gespannt. Ich meine, den Happy End Geschmack, den kenne ich. Boah, guck mal, wie saftig das hier ist. Den Happy End Geschmack, den kenne ich. Aber die Barbecue-Soße, die ja so ein bisschen Blaubeere-Chipotle war, ich muss sagen, geruchsmäßig macht es mich jetzt nicht so mega an. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, das sieht man dir auch an. Ja, das ist so... Ne, aber ich probiere mal, ne? Ey, man muss auch mal Experimente machen. Also, Fleisch wird jetzt reingeballert. Ist aber lecker. Erleichterung. Boah. Fleisch fällt so auseinander. Aber ist ein bisschen heiß. Bisschen sehr heiß. Ich muss mal abhusten. So, leck mich am Arsch. Ja. Boah, sehr, sehr heiß. Ey, ja, der Geschmack, der ist ein bisschen fruchtig. Der hat wenig von der Barbecue-Soße. Also, ich hab's mir anders vorgestellt. Sagen wir mal so. Aber es ist lecker. Aber würde ich es nochmal so machen? Nee. Muss ich auch sagen. Ich stehe mehr auf diesen rauchigen Barbecue-Geschmack. Und das ist so dieser fruchtige, das ist nicht so meins. Aber Steffi, probier du mal. Vielleicht sagst du ja, laber doch nicht so einen Müll. Ich habe hier gerade Pulled Beef hier auf dem Teller. Ja. So. Ja, okay. So, sie probiert. Währenddessen probiere ich mal hier das Gemüse. Er ist natürlich mega weich. Die Kartoffeln dazu. Oh, die sind sehr lecker. Was sagst du? Ich gebe dir recht. Gibst mir recht, ne? Mhm. Ist okay. Fleisch ist super. Fleisch ist mega. Das Fleisch ist absolut mega. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Die Barbecue-Soße dazu war jetzt nicht die optimale Wahl. Ne, das muss ich auch sagen. Also Leute, das war die Blaubeere, Chipotle, Barbecue-Soße aus Maldi. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal holen. Nee. Nee, das sah so cool aus. Ist eine Geschmackssache und ist natürlich auch, wer auf fruchtige Soßen steht, für den ist die wahrscheinlich super. Aber ich liebe ja diese Raspberry Chipotle. Ja, die von Blues Hog. Ja. Ja, die ist. Aber die hat schon wieder mehr Rauch. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist jetzt Blueberry Chipotle. Ja. Deswegen habe ich gedacht, so, boah, ey, vielleicht ja. Mega geil. Aber nein. Das Fleisch ist gut und man kann es auch essen. Aber ja. Muss ich sagen, ja, also ich würde es nicht nochmal so mit der Soße, also mit der Barbecue-Soße machen. Wir haben jetzt eine andere Barbecue-Soße da noch drauf, die so ein bisschen den rauchigen Touch noch gibt. Das kann man machen. Und dann ist das mega. Ja, also vom Fleisch her wirklich. Der fehlt einfach. Vom Fleisch her super, so zart. Aber es fehlt dieser rauchige Barbecue-Geschmack. Deswegen machen wir jetzt drauf. Genau. Pass auf, ich hol dir mal eine. Hol mir mal eben eine. Alles klar. So.
Hier ist meine Lieblingsbarbecue-Soße. Mal gucken, ob die jetzt retten kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, während Steffi drin war, hab Prinz probiert, der find's gut. Ich habe noch zwei, drei Mal probiert und ich muss sagen, so, je mehr ich probiert habe, muss ich sagen, nee, die Soße schmeckt mir nicht. Also, wo ich am Anfang noch gesagt habe, oh, der Geschmack geht eigentlich, aber das ist mir zu fruchtig. Ja, du redest zu viel. Genau, du mach mal mit deiner Barbecue-Soße, ich nehme meine. Und dann probieren wir das einmal, ob er das retten kann. Ansonsten nächstes Mal direkt wieder mit unseren Lieblings-Barbecue-Soßen machen, dann ist auch alles gut. Hey, habe ich jetzt natürlich viel zu viel drauf gemacht. Ich bin gespannt. Ja, rettet schon. Aber. Ja, egal. Leute, sowas passiert natürlich auch. Probierst du eine neue Soße aus? Ja, ich will jetzt nicht sagen versauen, weil das schmeckt einigen Leuten mit Sicherheit gut. Das ist Geschmackssache. Aber es ist leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, hätten wir mal meine Blue Sock genommen, dann wäre... Oder deine, die wäre auch gut gewesen. Dann wär's der Oberknaller geworden. So muss ich sagen, haben wir uns tatsächlich mit der Soße... Für unseren Geschmack hat ein bisschen versaut. Mhm. Ist einfach so, weil, ja, muss man einfach so sagen. Und ja, nächstes Mal weiß ich, die Soße kaufe ich nicht mehr und ich nehme dann nächstes Mal eine andere. Ansonsten, wirklich, vom Fleisch, von der Zartheit, der wieder vom Knochen fällt, das Fleisch, der Fleischgeschmack an sich, mega gut, ne? Ja. Wirklich richtig gut. Die Kartoffeln richtig schön weich, aber natürlich jetzt auch geschmacklich so ein bisschen an diese Barbecue-Soße dran, ne? Aber so würde ich sagen, kann man nicht machen, muss man aber nicht. Nächstes Mal machen wir mit der Barbecue-Soße und dann wird es richtig geil. Ja, aber ich finde hier, meine Barbecue-Soße übertüncht einfach alles. Okay, ja, natürlich essen wir das jetzt. Wir nehmen das jetzt raus, hauen das nochmal ordentlich Barbecue-Soße und dann werden wir uns da drin schön ein Sandwich machen. Oder machen wir Pulled Beef? Pulled Beef, genau. Pulled Beef und mischen das ein bisschen unter und dann passt das schon. Entschuldigung. Pulled Beef Ribs, sehr, sehr geil. Also Leute, wenn ihr noch nie getan habt, heute mal nicht so geil, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns einfach in den nächsten Videos. Also, bis denn. Was du ja da kontrollierst. Ich hab den Himmel mir angeguckt. Den Himmel, ich hab geguckt, ob gleich regnet. Aber regnet nicht. Du hast ein Dach oder? Ja, trotzdem. Wenn du an klassische 3-2-1-Rips denkst, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall. Wie guckst du denn schon? Machen wir nochmal. Einfach nochmal. Okay. Mein kleinen 4,5 Liter Dutch, das sollte passen. Dann werde ich gleich hier noch diesen Strang, werde ich so in, ich denke, drei Teile. Was ist denn los? Okay, nochmal. So, jetzt, alle guten Dinge sind drei. Während Frauchen drin ist, kannst du mal probieren. Was sagst du zu der Soße? Ja, du frisst alles, ne? Ja. Puh, schade. Schade Schokolade.